Machen die diese Geräusche? Ist ja geil. Oh! Warte, ich kann die doch von hier töten, oder? Na, die gehen. Na, hi. Alter, wie viele sind das denn? What the fuck? Wenn einer explodiert, dann sterben die alle. Das ist das Gute. Also dann kriegen die alle ein bisschen Schaden. Sterben die immer beim... Also explodieren die immer beim Sterben? Das ist immer richtig ekelhaft. Ach, die können sich auch unsichtbar machen. Ach, wenn die unsichtbar sind, dann explodieren die nicht. Los, mach dich unsichtbar. Oder explodieren die allgemein nur manchmal? Ich weiß es gar nicht. Alter, wie viele wollen denn da noch kommen? Leute. Und komm, spreng mal deine Freunde in die Luft. Hallo, Akbar. Dankeschön. Oder. So, ich glaube, jetzt ist hier safe. Also nicht unbedingt safe, aber auf jeden Fall ist hier nichts mehr. Komm, wir leuchten noch die Lava aus. So, wie gesagt, ich könnte mich jetzt wieder töten und so. Kennt ihr das ganze Prozedere? Ich heile mich extra nicht, währenddessen ich im Kampf bin, sondern ich heile mich eigentlich nur, wenn ich relativ sicher stehe. Weil im Kampf zu sterben, das ist halt so, ne? Dann sterbe ich halt im Kampf, dann ist das halt so. Dann wäre das sehr viel, sehr stark cheaten, wenn ich dann währenddessen mich heile. Aber wenn ich jetzt so ja, an einem sicheren Ort bin und mich da heile, dann ja, geht das, finde ich, klar. Sonst im Kampf cheaten fände ich jetzt nicht so geil. Aber naja, gucken wir mal. Gucken wir mal, was sich so ergibt. Wir sind übrigens mit den Leveln schon ganz gut fortgeschritten. Ich frage mich nur, was die Herzen bedeuten. Ob wir dadurch irgendwie mehr aushalten oder so? Aber ich meine, die machen uns jetzt ja echt nicht so viel Schaden. Ist nur die Frage, ob das durch unsere Rüstung ist oder ob das dadurch ist, dass wir einfach da ein bisschen leveln. Aber ich glaube, eigentlich 3 Level macht jetzt nicht so viel aus, oder? Wobei, es kann natürlich auch sein, dass jetzt irgendwie die Grenze bei 10 ist oder so. Gibt's ja auch. Weiß ich ja nicht. Und dann, ne? Baum und so. Hä, oder wofür ist der rote Balken? Der ist irgendwie so hoch, ich weiß auch nicht. Ich muss mir das unbedingt im Wiki mal durchlesen. Ist natürlich jetzt auch ein bisschen dumm, wenn ich jetzt hier in der Aufnahme einfach den Balken da komplett rot mache und nicht weiß, was passiert. Es kann natürlich sein, dass wir sterben, es kann sein, dass wir Level aufsteigen, es kann sein, dass wir, ne? Man weiß es nicht. So, eigentlich haben wir doch Limonite jetzt mittlerweile genug, oder? Eigentlich könnte das doch mal aufhören, hier zu spawnen, so. Da ist hinter mir schon wieder ein Clown, ich sehe den doch schon. So ein Spasti. So, Runium nehme ich natürlich auch direkt mal mit, weil wie gesagt, das können wir für Portale brauchen und so. Nee, gar nicht. Nicht für Portale, sondern für, Dingens, für. Ne? Ihr wisst schon, genau, hier für die Runen halt. Um so einen Runenbeutel zu machen. Ach so, und, genau. Die Portale konnte man mit so einem Teil machen. Ancient Teleporter Blueprint war das. So. Ein Diamant und Amethyst. Also, das heißt, wir könnten uns das sogar schon machen. Das ist gar nicht so teuer. Krass. Ich hätte jetzt gedacht, dass das teurer ist. Guck mal, da ist doch wieder schon so... Ich will jetzt mal wissen, was der macht. Voidwalker. Hi. Möchtest du mir mal Schaden machen? Oh, achso, okay, der macht einen blind. Alles klar. Man muss ja alles mal austesten, ne? Ist da noch so ein Vieh? Ich würde gerne auch wieder was sehen können. Aha! Ja, genau. Kommt doch zu dritt oder so. Also jetzt... Nee, okay, zu zweit. Wir wollen es ja nicht übertreiben. Das Ding ist, ich weiß nicht, ob der Clown den jetzt auch abschießt und trifft oder ob der durch den durchschießt. Okay, der Clown, der... Okay, die sind jetzt einfach despawned. Alles klar. Komm mal her, du Clown. Machst du dir Faxen oder was? Hey, warum schießen die Clowne eigentlich manchmal? Die Clownse? Und manchmal nicht. Ich verstehe es nicht. Okay, egal. Komm, wir bauen einfach unseren Amethyst ab. Dann könnten wir tatsächlich schon so einen komischen Teleporter bauen. Aber wie gesagt, ich kenne mich mit den noch nicht aus. Mit den Dimensionen. Ich würde aber sagen, wir gucken da auch nicht viel nach, oder? Also ich würde einfach gucken, welchen Ramstone wir als erstes kriegen.
Ramstone oder Realmstone oder wie man das auch ausspricht, welchen wir zuerst kriegen und in die Welt gehen wir dann einfach. Kann natürlich sein, dass wir dann so eine richtig abgefuckte Welt kriegen, die so richtig für den Arsch ist. Aber machen wir einfach. Weil ich habe auch gesehen, dass es da unterschiedliche Schwierigkeitsstufen gibt und bla und bli und blub und ja, werden wir sehen. Ich habe mir auch überlegt, dass wir einfach mehrere von diesen Teleporterstationen da machen. Dass wir irgendwann einfach so eine Galerie haben, sozusagen, wo wir einfach jedes Portal einmal haben. Das wäre so eigentlich das Beste. Da kommen wir überall hin, ohne dass wir jetzt die Realmstones oder Realmstones oder wie auch immer verbrauchen müssen. Weil ich glaube, die werden dadurch verbraucht, wenn man die dann aktiviert. Oh, guck mal, Rosit. Nice. Wie gesagt, was man sich alles draus machen kann, werde ich gucken, wenn ich wieder an der Oberfläche bin. Jetzt kommt es mir erstmal nur drauf an, die ganzen Erze zu farmen. So. Ach komm, wenn wir schon mal hier sind, dann können wir auch hier in den Gang gehen. Da haben wir wieder Runium-Ohr. Pilze nehmen wir mal mit. Dann können wir uns nämlich daraus irgendwann Pilzsuppe machen. Dann können wir uns unsere ranzige Pilzsuppe dann in eine Diamantschüssel machen oder so. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wozu die Diamantschüsseln gut sind. Auf jeden Fall gibt es sie. So. Das sieht echt fast aus wie Kohle. Kohle ist so ein bisschen blasser, sage ich mal. Sieht ein bisschen mehr aus wie ein Erz, weil so ein richtiges Erz erkennst du ja auch nicht sofort auf den ersten Blick, sondern teilweise sieht das ja wirklich aus wie Stein. Das ist ja so das Tolle an so einem richtigen Erz. Oh, jetzt kommen die zu zweit hier. Oder auch nicht. Oder auch doch. Oh, jetzt ist es dunkel. Ach nee, doch nicht. Okay, dann war das gerade eine optische Täuschung. Oder was ist? Warte, hier ist doch eins. Oder? Nee, das ist woanders. Ach doch, da. Hi. Oh, geil. Ich muss mal ganz kurz unsere dafür verbrauchen. Die Spitzhacke. Wir brauchen ein neues Schwert. Das würde ich sagen, holen wir uns direkt mal. Ich gucke nur mal, ob wir hier uns ob wir hier noch irgendwas vergessen haben. Die Blume haben wir vergessen. Oh mein Gott. Eine unterirdische Blume und wir nehmen die nicht mit. Das geht ja mal gar nicht. So, dann haben wir hier das auch abgehakt. Dann würde ich jetzt erstmal wieder hochgehen. Ja, hör auf, um zu quietschen. Komm, nehmen wir hier die Kohle noch mit. Dann können wir wieder mehr brennen. Stimmt ja eigentlich. Ich meine, es ist zwar ein bisschen... Oh, ja genau. Hexe, hi. Oh nee. Ja, ein Creeper mit Hut. Scheiße, der Hut ist explodiert. Oh Mann, oh, ich wollte den Hut haben. Das Ding ist... wir können uns jetzt ja auch nicht heilen, weil wir nicht genug Essen haben, ne? Aber egal. Ich gehe einfach mal so jetzt an die Oberfläche und dann gucken wir mal, was passiert. Huh! Ah! Ja, war natürlich die beste Idee. Einfach so, mit so niedrigem Leben hier durch die Höhle zu rennen. Ich will hier einfach nur raus, danke. Bitte, danke. Ist auf jeden Fall passende Musik auch mal wieder. Also mein PC kriegt das wieder super gut hin. Moment, ich trinke noch mal kurz was. Ah, so. Ach ja, so, Flasche wieder zudrehen. Wunderbar. Wir finden mehr Limonite als Eisen fällt mir gerade so auf. Ich glaube, das ist ein Zeichen. Bedeutet, wir sollen uns nur noch Limonite-Sachen machen. Scheiße. Ich werde jetzt zu 100% sterben, da gibt es gar keinen Weg dran vorbei. Außer wir können uns irgendwie außen rumschleichen. Warte mal, ich schleiche mich mal hier lang. Leute, was denn das? Geil. Warte, so ein Teil will ich haben. Ha! Sehen wir das auch? Nein, wir sehen das nicht. Geil. Was ist? Achso, Chocobo-Fehler. Cool. Oh ne! Geh weg, bitte. Go away from me. Scheiße. Hä, wie haben wir das denn bitte überlebt? Oh, scheiße. Oh. Geht doch alles sterben. Aber jetzt haben wir wieder volles Leben. Und volles Essen. Das ist sehr gut. Very gut. Eigentlich das Schöne daran zu sterben. Warte kurz, was ist das da?
Sehen wir das? Oh. Diese Chocobo-Fete. Ich möchte die einsammeln, aber ich habe Angst, wenn ich mich jetzt hier wieder rausbaue. Ja, genau. Ne? Du willst hier auch rauskommen, ist klar. Ja, dann nickst du mir wieder zu, ist klar. Aber du kommst hier nicht raus. Nee, da nickst du dir so. Was ist das da? Okay, das ist weg. Ah, alles klar. Vielleicht war das wieder ein Hut oder sowas. Was kann man denn damit überhaupt machen? Usage. Gar nichts. Warum kann man damit gar nichts machen? Oder wollen die mir nur nicht sagen, was man damit machen kann? Das kann natürlich auch sein. So, holen wir uns mal hier Limonade raus. Will ich haben tun. So, das war ich. Und dann hauen wir hier nämlich direkt wieder alles rein. So, so. Sortieren wir direkt vorher mal. Das brennen wir alles direkt. Ich meine... Ne? Besser, wir brennen das jetzt als zu spät oder so. Wenn wir es mal brauchen. Sonst müssen wir ja drauf warten. Okay. Mit diesem Jade bin ich auch mal gespannt, was wir damit so machen können. Ich glaube, damit kann man sich ein gutes Schwert machen. So. Wir brauchen noch ein bisschen Holz. Dann mache ich mir nämlich ein paar neue Fackeln. Schwups. Okay, das waren jetzt ein bisschen viele Fackeln. Aber egal. So. Wir brauchen unbedingt größere Kisten, ne? Ich gucke nur mal kurz, was wir hier mitmachen können. Limonite. Wir können uns ein Schwert machen. 10 Attack Damage hat das. Wenn wir Saphir haben, können wir uns damit eine Hose machen. Also wir haben dann eine höhere... Also wir können höher springen, wenn wir die komplette Rüstung davon haben. Ist die Frage, ob wir uns das machen. Okay, eine Spitzhacke, Schaufel... Was ist das? Holy Arrow? Holy alles klar, okay. Limonitlampe. Ach, man kann sich da auch aus Lampen machen. Das ist ja cool. Okay. Also man kann sich unterschiedliche Hosen aus gleichen Materialien machen. Was ist das da? Warte, Ember Stone Ingot. Wie stellt man den her? Oh, scheiße. Ember Stone Ingot? Ember Stone Ore. Alles klar, okay. Gucken wir mal, was wir aus Limonit noch machen können. Rüstung, Rüstung, Rüstung. Also ganz viel Rüstung können wir daraus machen. Wir können Limonit Ivory. Alles klar. Und genau hier, das ist dieser Kanonenball. Oder Granaten. Krass. Ich würde mir gerne eine Granate machen. Metal Slug. Mhm. Metal Pellet. Ich würde mir gerne eine Granate machen. Würdet ihr das auch so gerne machen? Warte mal, ich mache mir mal eine. Die ist jetzt ja nicht so teuer. Aber wir haben kein Gunpowder. Schade, schade Schokolade. Warte mal. Gun. Ne, wir haben kein Gunpowder. Mist. Okay, werden wir uns irgendwann mal machen. So, Rosit. 13 Attack Damage. Okay, das ist schon mal ein bisschen mehr. Und wir können uns daraus mit Balzium, wie stellt man das her? Aus Balzium Ohr. Okay, können wir uns eine Rüstung machen. Ansonsten eine Lampe oder Glas. Okay. Achso, Ascension Shrine. Okay. Damage Enhancer. Also, sagt mir jetzt nicht so viel. Okay. Und Amethyst, gucken wir auch mal. Schwert. 7. Okay, ist genauso gut wie Diamant, also langweilig. Infusion Blueprint. Mhm. Creation Forge. Okay. Da kann man sich zum Beispiel so mit Diamanten Leggings draus machen. What the fuck? Achso, okay, das macht so Flächenschaden. 3 Schaden an alle, an alle Feinde, die so nahe dem anderen sind. Das ist eigentlich gar nicht so schlecht, allerdings macht mir das ein bisschen wenig Schaden. 7 Attack Damage ist jetzt für später gar nicht so viel, glaube ich. Aber, dass es sowas gibt, finde ich sehr cool. Okay. Und damit, was ist denn eigentlich, was kann man denn mit dem Ivory machen? Wie machen wir das denn? Ivory, okay. Ivory, Usage. Ach, man kann sich... Okay, das sind einfach nur Blöcke.
Alles klar. Und das, daraus kannst du dir so... Okay. Ich guck mal kurz, was wir uns aus Jade machen können. Usage. Ice Crystal? Wie kriegen wir die denn? Gar nicht. Okay, die müssen wir wahrscheinlich finden. Jungle Thorns. Müssen wir auch finden. What? Okay, also wir müssen hier ganz viel Saphir. Okay, mit Saphir könnten wir uns daraus Leggings machen. Ist halt nur die Frage, wie gut das alles ist. Bloodstone. Nice. Vielleicht kriegen wir den auch mit diesem Blood Accumulator oder so. Okay, auf jeden Fall Spitzhacke, Axt, Schwert. Das ist, sieht sehr gut aus. Slows Enemies. Das könnte sogar sehr... Also das könnte... Ja. Hört sich gut an. Weaken Bow. Achso, die reduzieren das, den Schaden, den der andere macht. Okay. Achso, dafür brauchen wir aber diesen Holy Arrow. Okay. Was ist das denn? Inside Ingot. Small... Oh, oh mein Gott. Das ist alles... Energistic Pickaxe. Achso, dafür brauchen wir Level 70. Okay. Ist klar. Kein Problem. Mache ich mit links. Und sonst haben wir hier auch noch ganz viele Rüstungsteile. Okay. Und das Schwert macht 14 Attack Damage. Das heißt, wir könnten uns... Moment, ich mache einfach mal Sword. So, gucken wir uns mal die normalen Bloodstone Sword. Okay, das ist natürlich nicht schlecht. Ist nur die Frage, wie wir so Bloodstone kriegen. Das weiß man halt nicht. Coralstone. Weiß ich auch nicht, wie man das kriegt. Crystallite. Weiß ich auch nicht, wie man das kriegt. Wahrscheinlich kriegt man das irgendwie aus Erzen aus einer anderen Dimension oder so.